Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am Erntedanksonntag hier in der Kirche und zu Hause an den Bildschirmen. Heute ist es so, dass wir aufgrund dessen, dass wir mehr Gottesdienst mitfeiernde erwartet haben. Sie haben diese Erwartung auch erfüllt. Die 3G anwenden, das heißt, Sie können zwar abstandsfreier sitzen, aber wir bleiben maskiert. Ich weiß nicht, also wenn Sie es schaffen, auseinander zu rücken, dann könnten wir noch umswitchen, aber ich vermute, dass es in dem Bereich schwierig wird. Wer dankt, sieht mehr. Er sieht mehr als das, wofür man dankt. Er sieht mehr als die Früchte und den Ertrag. Wer dankt, sieht auch den oder hat vor seinem inneren Auge den, der gibt. Ja. Wenn ich dir danke, weil du mir etwas gibst, dann schaue ich dich an, dann habe ich dich mit im Blick und nicht nur das Geschenk, das du mir gemacht hast. Darum danken wir auch und bedanken uns nicht. Das ist ein Wort, das kann man nicht reflexiv gebrauchen. Ich bedanke mich, da bleibe ich ganz bei mir. Ich danke dir. Ich danke dir für das, was du mir getan hast, an Gutem. Aber ich sehe dich dabei. Und Erntedank heißt, ich sehe dich, den Schöpfer, den, der alles erhält und fördern will. Wir sehen, was Gott will. Wachstum. Und er will noch mehr. Und das wird heute der Augenmerk sein bei der Verkündigung. Er will inneres Wachstum. Es gibt ja so ein geheimnisvolles Ineinander, sagen wir mal, von Natur und geformtem Menschsein, auch in Gemeinschaft. Das nennen wir dann Kultur. Der dankende Mensch sieht sich genau da hineingenommen, in das Gegebene, in die Natur, aber auch in das, was geformt wird und in wo wir mit hineinkommen. In das Sehen und Ernten, das reichlich Streuen oder das Sehen dessen, was schon gegeben ist. Und das Weiterreichen des reichlich Gereichten. Und es reicht. Nichts, was wir tun, entsteht aus dem Nichts. Begeben wir uns auf Gottes Spuren, um seine Fülle zu entdecken und zu erleben. Sie haben so ein Zettelchen bekommen. Wir singen jetzt die ersten 3 Verse. Darum steht keine Liednummer links. Die beiden ersten Lieder beziehen sich auf den Zettel. Jetzt die 3 ersten Strophen und nach dem Gebet die Strophen 4-6.
Lasst uns beten. Dir gebührt Lobpreis, Lobgesang, Gott auf dem Zion. Dir erfüllt man Gelübde. Du erhörst Gebete. Du krönst das Jahr mit deiner Güte, deinen Spuren folgt Überfluss. So beten wir im 65. Psalm. Wir sehen den Überfluss des von dir Gegebenen und preisen dich überfließend. Lobpreis geht durch unser Herz, über unsere Lippen und aus unseren Händen. Du segnest, Gott, unser Vater. Und die Fülle deines Segens erkennen wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir wollen deinem Willen gemäß, ein Segen sein in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Dann singen wir jetzt die Strophen 4 bis 6. Hört Gottes Wort aus dem Brief dem zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Ich meine aber dies: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er es im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber, den hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit.
der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Lauterkeit, die durch uns wirkt Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung füllt nicht allein aus, woran es den Heiligen mangelt, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Um diesen treuen Dienst willen preisen sie Gott für euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und für die Lauterkeit eurer Gemeinschaft mit ihnen allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch, wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja. Hört Gottes Wort aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 8, die Verse 1 bis 9. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Weg verschmachten. Denn einige sind von ferne gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in dieser Einöde, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie: Wie viel Brot habt ihr? Und sie sprachen: 7. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, dass sie sie austeilten. Und sie teilten sie unter dem Volk aus. Sie hatten auch einige Fische.
Und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, 7 Körbe voll. Es waren aber etwa 4000. Und er ließ sie gehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Auf dieses Wort unsere Antwort. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Mit Worten aus dem 119. Psalm beten wir: Herr, wir wollen deiner Weisung folgen, beständig. Dann schreiten wir aus auf freier Bahn. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Geiz und Dankbarkeit können nicht miteinander gehen. Dankbarkeit macht Geschwister. Geiz macht einsam. Wir können dankbar sein für das, was uns gegeben ist, und dankbar für das, was wir nicht unbedingt brauchen. Unbedingt. Dass Paulus, wir haben es von Dieter Hofmann verkündigt bekommen, uns erklärt, dass sich im Teilen nicht nur die Güter, sondern auch die Dankbarkeit vermehren und die Gemeinschaft wächst, das liegt auf der Hand. Wie die einen geben für die anderen gehen ins Gebet für die einen,
Es geht um mehr. Es geht um noch mehr. Der Geiz ist, wenn Sie das in der Bibel lesen, im 2. Korintherbrief, das Schlusswort des vorausgehenden Textes. Und dann kommt der Abschnitt, der uns verkündigt wurde, wo dann vom spärlich Sehenden und Erntenden und reichlich Sehenden oder unter Segnung Sehenden und Erntenden die Rede ist. Der Geiz ist das Schlusswort. Und dann geht es weiter. Spärlich, kärglich hieß es eben, geizig. Spärlich, da hören wir sparen durch. Und sparen heißt, ich halte etwas zurück. Das wäre mal die einfachste Erklärung. Ich halte zurück. Und damit beginnt etwas, das können wir kalkulieren nennen oder berechnen. Wird denn, wenn ich gegeben habe, das mir Verbleibende wohl noch reichen für meine Vorhaben und meine Pläne? Gott hat anderes im Sinn. Schauen wir nochmal diesen Geiz an. Der hält ja irgendwie krampfhaft fest an den Dingen dieser Welt, an den Gütern. Und das steht im krassen Gegensatz zu dem, was Gott ist. Er ist die Fülle. All die Fülle ist in dir. Gott ist die Fülle. Und es steht auch im krassen Gegensatz zu dem, was Gott gibt. Die Fülle. Alles. Dazu gehöre ich auch und du. Wenn alles irgendwie auf ihn zurückgeht, ist auch alles sein Eigentum. Also das, was mir gegeben, das ist zum Nutzen und zum Gebrauch, aber nicht zum Besitz. Wir gehören ihm. Das ist die Kurzformel für den Satz, ich bin ein Christ. Wir gehören ihm. Und in ihm ist mir alles, alles gegeben. Was ist der Geiz? Der steht doch eigentlich in diesem Gegensatz zu dem, wozu mich das Wort Gottes, also Gott selbst, doch immer wieder einlädt. Ich sorge für dich. Wir können sagen, Geiz ist eine geistliche Fehlhaltung. In der frühen Kirche nannte man den Geiz Wurzelsünde. Den sieht man ja erstmal nicht, aber er bringt die anderen Sünden zur Welt. Die konkreten Sünden, die die anderen spüren. Also dieser spärlich oder geizig Sehende, der wird spärlich ernten. Selbst eine rechnerisch große oder hohe Spende kann eine spärliche sein, wenn die innere Haltung, wem gehöre ich? Also wenn diese innere Haltung mit dem Blick auf Gott dieser Spende nicht ihren eigentlichen Glanz verleiht. Das tue nicht ich in meiner Großzügigkeit, das tut Gott, weil es von ihm kommt. Der reichlich Sehende. Reichlich im Gegensatz zu spärlich, kärglich, geizig. Getrennt. Nun ist das im Deutschen ein bisschen schwierig zu formulieren. Ich habe mir die Mühe gemacht, nochmal zu gucken, wie Paulus das geschrieben hat, also im Griechischen. Das ist eine sehr interessante, mache ich jetzt mal verkürzt, Satzkonstruktion, fast so ein bisschen wie bei uns, wenn so Kunstliteratur zu sehen ist, Gedichte und so weiter. Bestimmte Wörter werden aneinandergestellt, um etwas zu betonen.
So taucht in diesem Text, erst dachte ich, hoppla, da hat der Paulus was zweimal geschrieben, das ist ihm wohl aus Versehen. Nein, das soll so sein. Der Gebende oder nein, der Ausstreuende im Segen wird ernten. Zweimal dieselbe Formulierung, epeulogias. Eulog, da hören wir, gut, eulog, logos, Wort, gute Worte. Nun ist das aber im Griechischen so, damit sind zweierlei gute Worte gemeint, nämlich die, die von Gott kommen und die, die wir machen. Aha. Also, das kann man sehr viel weiter sehen und wir könnten das Ganze jetzt einmal anders übersetzen und das ist nicht weniger richtig. Eulog ist übrigens dann auch, steht auch für zum Beispiel für Preisen, für Loben, für Lobpreis. Und ich sage Ihnen jetzt mal, der unter Lobpreis Gebende und unter Gottes Segnungen Empfangende. Aber wie kommt es zu diesem Lobpreis? Alles ist sein Eigentum. Größte Lobpreislied im Gesangbuch. Großer Gott, wir loben dich. Alles ist sein Eigentum. Ich habe Teil an deiner Fülle und ich will sie auskosten. Sie trägt mich und sie bringt mich weiter. Wir können auch anders sagen, Lobpreis, diejenigen, man darf jetzt nicht immer nur an die modernen Lobpreislieder denken. Lobpreis ist eine Lebenshaltung und Lebensgestaltung, welche Lieder ich auch singe oder bete. Lobpreis heißt überfließend, keinesfalls überflüssig. Überfließend, verschwenderisch, so wie Gott auch ist. Ich habe so viel Freude an dir, Gott. Du hast mein Herz berührt. Aber ich will noch mehr. Ich will, dass du es nicht nur berührst, sondern auch veränderst. Mach aus mir den, den du haben willst. Jesus Christus einfach zu loben und zu preisen. In seiner Größe und in der Fülle, an der ich teilhabe. Nicht nur die Aneinanderreihung mehrerer frommer Lieder, das sagen immer die Gegner vom Lobpreis, die sagen, ah, jetzt müssen wir wieder vier Lieder singen oder irgendwie so. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass in mir etwas geschieht. Aber das mache ich nicht. Das macht Gott. Das macht der Herr. Ausdruck einer Lebenshaltung, dass alles, was mich ausmacht, in ihm gründet und auf ihn hin ausgerichtet ist. Du erfüllst mich. Die Einladung, die Paulus hier ausspricht, hier geht es überhaupt nicht um Druck. Willst ein guter Christ sein, musst aber auch ordentlich was ins Kollektenkörbchen geben und noch dazu lächeln. Sonst bist kein guter Christ. Na, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass in mir innen etwas geschieht. Also die Einladung von Paulus heißt doch eigentlich, fülle dein Herz mit Christus. Fülle dein Herz mit Christus und Reichtum, Gegebenes, wird fließen. Segnungen meint dieses unter Lobpreis sehen und ernten im Segen. Segnung meint das Handeln Gottes, sein segnendes Tun. Du bist sozusagen in einer Lobpreislebenshaltung bereits gesegnet. Er drückt aus, dass du auf dem Grunde deines Herzens froh bist, nicht berechnend. Frei. Das ist vielleicht das große Stichwort, auch wenn es gar nicht genannt wird. Innere Freiheit, weil Christus mein Herz ausfüllt.
Der Herr hat in mir das Richtige getan. Er hat mich geöffnet. Und dieses sein berührendes und veränderndes Tun setzt nie außen an, das setzt innen an. Damit aus einem, ach, ich müsste ja eigentlich als Christ ein, ich will wird. Ich will das, weil du mich ausfüllst, Herr. Wie wunderbar. Paulus führt diesen Korinthern in seinem zweiten Brief die innere Freiheit vor Augen, die du in Jesus Christus hast und die dich zu einem fröhlichen Geber macht. Sorglos oder sorgfrei. Erinnert ein bisschen vielleicht an die Blumen auf dem Felde, die Vögel am Himmel. So frei, weil ich in dem, was Gott gibt, lebe, dass ich gar keine Gegenleistung mehr erwarte. So haben wir es ja oft, ne? Ich tue dir was Gutes und ich rechne damit, dass du mir aber dann auch mal was Gutes tust. Gar nicht nötig. Das ist alles schon in dieser Fülle Gottes geschehen. Ich lebe doch in seinem Reichtum. Wir sind nicht mehr auf der Ebene des Geschäftlichen, des Finanziellen, wo eine Investition sich zukünftig auch auszahlen muss. Ist alles schon bezahlt. Ist alles schon gegeben. Wir haben doch in Jesus alles bekommen. Alles Weitere ist Zugabe. Was Paulus hier deutlich macht mit der inneren Freiheit, ist eigentlich, dass er sagen will, pass auf, ihr Lieben, es geht um ein inneres Beziehungsgeschehen zwischen Christus und euch, zwischen Gott und euch. In diesem ganz eigenen, zwischen dir und Gott, zwischen dir und Jesus, da geschieht nicht nur das Berühren, auch das Verwandeln deiner selbst. Du wirst frei und du kannst deinen Blick auf andere wenden, selbstlos und fröhlich. Wenn Gott alles gehört, einschließlich meiner selbst, und ich das auch will, dann geht es gar nicht mehr, dass man zurückhält. Erntedank heißt nicht, nach einem angemessenen Dankeschön über das Gegebene verfügen. Nein. Wir geben uns mit hinein in Gottes Geben und Geben. Vergelt's Gott. Wie Gott vergilt, ist seine Sache. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir jetzt nach der Kirche bei einer Tasse Kaffee uns darüber unterhalten, jeder wird sagen, er hat mir so reichlich gegeben. Wo führt das hin? Innere Freiheit, ja, inneres Wachstum. Natürlich, es geschieht etwas in mir. Bei Paulus wird die Lauterkeit genannt. Können wir auch übersetzen mit Einfachheit. Lauterkeit heißt, die Motive deines Denkens, Handelns und so weiter, die sind geklärt oder noch mehr, die sind gereinigt. Aber das heißt auch, wir wachsen in eine Einfachheit hinein, in eine gute Einfachheit. Ein Weg in die Fülle der Einfachheit klingt fast,
als könnte das nicht beieinander stehen. Ein Weg in die Fülle der Einfachheit. Paulus zeigt einen wunderbaren Weg den Korinthern und den heiligen Städtern. Da könnte man zum Schluss sagen, einfach leben oder einfach leben. Es wäre dann dasselbe. Fülle dein Herz mit Christus, dann bist du frei. Amen. Der Wochenspruch für den heutigen Tag und die vor uns liegende Woche. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit aus dem 145. Psalm. Heute nach dem Gottesdienst. Seid ihr, sind sie herzlich eingeladen. Ich habe geschrieben, bei gutem Wetter eine Tasse Kaffee. Ist gutes Wetter. Der Kaffee läuft schon. Becher sind da und draußen können wir das ohne große Auflagen miteinander genießen. Ich freue mich, wenn Sie da bleiben. 70 Tassen sind im, wie nennt man das? Ich sag mal im Eimer, Sie wissen schon, was ich meine. Gut, heute Abend um 19.30 Uhr Gebetszeit unterm Kreuz. In diesem Gottesdienst sammeln wir das Dankopfer ein. Dafür gibt es diese braunen Tüten. Wenn Sie keine braune Tüte benutzen, geht es trotzdem ins Dankopfer. Es gibt heute nichts anderes. Wenn Sie sagen, oh, ich habe gar nicht dran gedacht, dann machen Sie es nächsten Sonntag, aber dann bitte auf jeden Fall die braune Tüte, damit wir wissen, es soll noch das Dankopfer sein. Gut. Am nächsten Sonntag. Kein Gottesdienst in Siegritz, obwohl es regulär so wäre. Erst wieder am 24.10. Hier um 9.30 Uhr Gottesdienst, parallel Kindergottesdienst und um 11 Uhr feiern wir die Taufe von Annalena Dietsch aus Veilbronn. Und noch etwas für den 10.10. Ist jetzt schon ein bisschen herumgegangen, aber jetzt erzähle ich es nochmal. Ähnlich wie im Mai 2019, das war eine sehr schöne Geschichte, möchten wir mit euch, mit Ihnen allen, ob jung, ob alt, unterwegs sein. Toll wäre es, wenn wir die Teilnehmer-Altersspanne hinkriegen von unter 5 bis über 80.
Das ist zu toppen. Das schaffen wir. Der Weg ist nämlich so ausgewählt, ein nicht allzu langer zwischen Hohenpölz und Brunn, ohne Höhenunterschiede. Die Wege sind fast durchgehend asphaltiert. Da könnte man auch mit dem Kinderwagen gehen. Gut, Rollator will ich jetzt mal nicht sagen, das ist ein bisschen weit dann. Aber wir laufen dann ungefähr 50 Minuten bis nach Brunn. Dort wird es eine Andacht geben und wieder eine Tasse Kaffee. Und dann gehen wir zurück und in Hohenpölz liegen dann Würstchen auf dem Grill. Und zwar so viele, wie Sie sich anmelden unter der 332 und sagen, mit so und so vielen Personen sind wir am Sonntag, dem 10.10. um 14 Uhr dabei. Für diejenigen, die sagen, sie möchten nur eine Strecke gehen, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, könnte ich auch versuchen, dass wir noch Autos in Brunn abstellen, dass die dann zurückgefahren werden nach Hohenpölz und dann dem Caterer schon helfen, die Würstchen auf den Grill zu legen, damit wir, wenn wir kommen, alle viel Freude miteinander haben. Nach anderthalb Jahren wirklich enthaltsamen Gemeindelebens, jetzt kommen wir ja wieder etwas in die Gänge, der Posaunenchor probt wieder, die Jugend trifft sich schon eine ganze Weile, Kindergottesdienst ist wieder, die Männer haben Fischessen gemacht und so weiter. Also jetzt soll es wieder in die Gänge kommen und dies soll dazu beitragen, einfach im Miteinandergehen Gemeinschaft zu haben. Genau, ich möchte Ihrem Gebet empfehlen, paar kleine Sachen. Oder auch große. Viel wird darüber geredet, was geschieht jetzt in unserem Dekanat. Immer mehr Pfarrer hören auf aus Altersgründen und so weiter. Und was kommt nach und genau. Und dann wurde doch beschlossen, die Stellen sollen reduziert werden. Sie haben es schon gehört, es soll Kooperationen sollen gefördert werden. Was immer das heißt, das ist ein großes Wort. Wir haben uns mit 5 Gemeinden aus 3 Pfarrämtern so, ich sage mal jetzt lose zusammengefunden, sagen wir, probieren mal, was möglich ist. Konfirmanden machen es aus 5 Gemeinden. Im nächsten Jahr soll es mal was gemeinsam geben, nicht nur für die Konfirmanden, sondern für alle Gemeinden. Vertreter der Kirchenvorstände dieser 5 Gemeinden treffen sich. Das wird auch am 7.10. sein und darum lege ich Ihnen diesen 7.10. abends, ein Donnerstag, ans Herz, dass wir gut miteinander im Gespräch sind, uns nicht in irgend so einem, ich sag mal, in einer Strukturdebatte verlieren. Es gibt ja inzwischen nicht mehr nur noch Solus Christus und Solus Sola sonst was. Manchmal denke ich, wir verlieren uns in Sola Structura. Und genau das darf nicht passieren. Das Leben ist etwas anderes, das Leben geht voran und dieses Leben wollen, das wollen wir leben. Und darum soll es dann auch gehen, dass wir im Leben miteinander entdecken, was Gott für seine Kirche bereithält. 7.10.19.30 Uhr. Und ich lege Ihnen den Konfirmandentag ans Herz. Am 9.10. wollte ich eigentlich mit einigen aus der Gemeinde nach Reichenbach im Vogtland fahren. Das ist gecancelt. Ich fahre mit den Konfirmanden. Ihr seid mir in dem Falle jetzt wichtiger. Und wenn wir wiederkommen, bringe ich schon einen neuen Termin mit und dann fahren wir auch nochmal mit denen aus der Gemeinde, die interessiert sind. Also der 9. Oktober gehört ganz euch. Ein jüdisch-christliches Begegnungszentrum. Einige waren schon im Juni oder Juli mit mir und dem Martin Kühn dort. Also diesen 9. Oktober, nächsten Samstag, lege ich Ihnen auch ans Herz, dass es ein Tag wird mit ganz neuen Eindrücken, aber der uns auch gut tut im Miteinander. Kirchenvorstandsmitglieder mögen daran denken, am 11.10., das ist Montagabend in einer Woche, ist Kirchenvorstandssitzung. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Doch. Der Bilderrahmen hängt über der Taufkerze. Das heißt, es gibt persönliches Segnungsangebot nach dem Gottesdienst für diejenigen, die vielleicht in einer Situation sind, wo sie sagen, es wäre schön, wenn einer nochmal für mich betet und mich segnet. Lasst uns beten. Heute am Erntedankfest wollen wir uns besonders
mit einem dankbaren Herzen an das erinnern, was uns zum täglichen Leben dient. Daher bitten wir für alle, die uns mit Nahrung versorgen, segne die Arbeit der Landwirte, behüte alle Verkäufer und Verkäuferinnen in den Geschäften, stärke alle, die dafür arbeiten, damit wir Strom und Wasser haben. Wir haben aber nicht nur körperliche Nahrung nötig, sondern auch geistige. Schenke allen Künstlern, Autoren, Musikern, Pfarrern und so weiter Inspiration, damit sie uns erfreuen, beleben, nachdenklich machen und uns bereichern. Sei du auch bei allen hungernden und leidenden Menschen und gib den Hilfsorganisationen die nötige Hoffnung, nicht den Mut zu verlieren. Schenke den reichen Menschen und Nationen die Offenheit und Bereitschaft zum Spenden und zum Helfen. Gib auch gerechten Lohn für unsere Arbeit. Lass Kinder fröhlich spielend aufwachsen und nicht schuften in Fabriken und Bergwerken. Schenke unserem Land eine gute Regierung zum Wohl aller. Lass die Gespräche der Parteien zu einem guten Ausgang kommen und lass sie dich in ihren Verhandlungen um eine Regierungsbildung nicht vergessen. Ohne deinen segensreichen Geist funktioniert nichts. Danke, dass du uns auf unserem Weg begleitest. Schenke uns Selbsterkenntnis und Mut, damit wir fröhlich mit dir unterwegs sein können. Weil Gott uns liebt, können wir ihn und den Nächsten lieben. In dieser Liebe beten wir, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Gehet hin im Frieden des Herrn. Einen richtig schönen Sonntag. Und nächste Woche auf ein fröhliches Wiedersehen. Es ist dann der Kirchweihsonntag für uns, 10.10. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.